herzliches Hallo zurück bei Heavy Rain. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Fünf Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Ich denke schon. Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Los geht's.
Gerade viele Buchstaben. Arme Ethan. Man bedenkt, dass das ja jetzt erst der Anfang war. Schön, wir spielen wieder mit Madison weiter. Ich bin todmüde. Ich muss schlafen. Die Rezeption. Die Stimmung hier. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Kills aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind... Oh, was für ein Widerling. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Oh, die Schnauze. Füllen Sie das aus. Ist der ekelhaft. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Ja, das glaube ich aber auch. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Ja, das hoffe ich aber auch für dich. Also da muss ich auch sagen, dass ich dann Angst hätte, weil eigentlich haben doch diese Leute dann so eine Art Generalschlüssel, falls irgendwas ist oder so. Wäre natürlich nicht so prickelnd, wenn er dann nachts bei ihr reinkommt oder so. Das würde ich auch nicht wollen. Aber sie hat ja schon eine super tolle Figur, muss man sagen. Fällt mir echt gut. Halt! Wir treffen zum ersten Mal zwei Hauptcharaktere aufeinander. Wie man sieht, die beiden, Ethan und Madison. Hallo? Sind Sie okay?
Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Das geht mich nichts an. Ich lasse ihn da und sage an der Rezeption Bescheid. Er will nicht ins Krankenhaus? Warum? Haben Sie den Schlüssel? Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Das nicht schlimm wäre. Aber es tut sau weh. Ja, das ist klar. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Ja, dann wollen wir ihn mal verarzten. Das erinnert mich so wieder an meine Funktion als Krankenschwester. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Das ist wahrscheinlich dieses Wasserstoffperoxid. Das brennt sehr in der Wunde, deswegen wird das heutzutage eigentlich nicht mehr oder nur ganz selten fertig. Benutzt. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Man nimmt eher sowas wie Octinisept zum Beispiel oder Brontosan, das sind auch so gute Desinfektionsmittel, aber die brennen nicht. Das ist das Gute daran. Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Na, das ist doch jetzt das Richtige für ihn. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Was Ihnen ist helfen. Das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Vor allem An Ihrer Stelle gleich. Würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Er schluckt und fragt dann erst. Ich brauche erst, eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Das erinnert mich so an meine Arbeit, dieses Stützen und beim Laufen helfen. Das kenne ich ja zu gut. Aber ich mache es halt auch sehr gerne, wirklich. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Hier spannt sie auch noch. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt.
Das müsste ja bald wieder rauskommen. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Ich werde es versuchen. Gut. Es tut noch weh, aber ich muss weitermachen. Ich habe großen Durst. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Ich weiß nicht, warum sie mir geholfen hat. Hoffentlich erzählt sie es niemandem. Dann trink mal was, wenn du Durst hast. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ich wollte mal schauen, was die nächste Prüfung ist. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Na, jetzt weiß ich schon, was kommt. Ja, wie wir sehen, geht's jetzt weiter mit Norman Jaden, aber das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, tschüss!